Eigentlich wollte ich Lenny wecken, aber heute gibt es einen Tag in Lumix und Clash Games Leben. Warum warst du wach? Erklär mal bitte deine Gedanken den Zuschauern. Komm mal her, erklär mal bitte. Ich bin schon aufgenommen, nicht so wie du, der um 10 Uhr schon schlafen geht, gegen heute, Junge. Aber warum warst du, also wann bist du ins Bett gegangen? 7 Uhr oder so, Bruder, ich weiß nicht. Und wann hat dein innerer Wecker geklingelt? Bruder, ich war einfach wach, weil ich einfach, meine innere Stimme hat zu mir geschrien, du musst jetzt aufstehen, du darfst nicht weiter schlafen. Junge, ich war um 9 Uhr wach. Du sagtest 11 Uhr aufstehen, Junge, es ist 12:30, Digga, schäm dich. Es ist 12:30, ich geh jetzt duschen und dann gehen wir was essen und dann müssen wir produktiv sein. Möchtest du noch etwas sagen? Junge, verpiss dich. So, Freunde, ich habe jetzt geduscht, es ist jetzt 12:52 Uhr. Und jetzt gehen wir zu Loom und sagen, dass wir los müssen, weil ich habe Hunger und ich will was essen. Wir haben heute noch einige Sachen vor. Ich muss heute noch Max aus Berlin abholen. Das mache ich heute Nachmittag, wenn Lenny aufnehmen muss. Und da vorne ist Leo! Hallo there. Hi! Hallo, du lenkst mich immer die ganze Zeit ab, Bruder. Auf jeden Fall wollen wir heute auch noch ein richtig nice Video für Lenny drehen. Da müssen wir in den Supermarkt gehen und gucken mal, wie fett er da rumliegt. Guck mal, wie fett du bist. Junge, hast du schon einmal in deinem Leben in den Spiegel benutzt? Nee, du? Das solltest du vielleicht mal machen, Junge. Ich will nicht mehr. Bist du frühstück gehen, Lady? Hallo. Verpiss dich. Okay, wir gehen jetzt frühstücken. Es ist 14.14 Uhr, wo sind wir jetzt? Sag. Hier steht das WLAN-mobile... Was? Was? Wir sind jetzt in Dresden! Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. So, und da vorne war jetzt so ein krasses Laden. Weil wir essen jetzt was. Wir frühstücken jetzt und wir essen jetzt was. Andere Frage, wo ist der Bus? Denkst du, die Leute haben danach gefragt? Denkst du, die interessiert das? Denkst du, die juckt das, wo wir jetzt essen gehen? Ich kann das echt nicht mehr. Junge, wir sind jetzt beim Peter. Beim Peter. Wow, Bruder, dein Burger, der fällt fast um, Mann. Bruder, warte mal eine halbe Stunde, dann ist der Burger einfach am Arsch. Was ist das denn? Fanscam, Digga. Wusstest du, scharfes Essen brennt immer zweimal. Erst beim Essen und dann beim Scheiß. Boy. So, es ist jetzt 16.15 Uhr. Wir sind jetzt fertig mit Mittagessen. Und jetzt gehen wir noch einen Bubble Tea und noch ein Eis und dann gehen wir einkaufen, oder? Cool. Jo, Mann, wir sind jetzt im Apple Store, Alter. Was machen wir jetzt? Video schneiden. Du bist verrückt. Was ist denn jetzt hier? Wo kann man denn jetzt hier das neue iPhone mal sehen? Zeig mir das neue iPhone. Du bist doch der Verkäufer. Komm, Verkäufer, zeig mir das neue iPhone. Das iPhone 14 Pro Max. Ja. Ja, was ist neu an dem Handy? Also im Prinzip ist nichts Neues, ist das gleiche Handy wie der Vorgänger auch und dieser Vorgänger ist derselbe wie vom Vorgänger. Im Prinzip, die Kamera ist die gleiche wie vom Vorgänger. Wir haben wieder eine Triple-Kamera. Ja, also im Prinzip ist das gleiche Handy wie vorher. Wir können es gerne kaufen. Ist tatsächlich wie aber viel kostet? Doppelt so teuer wie der Vorgänger. Ich nehme 3. Und bist du bereit für Fruit Ninja? Bam! Bam! Ich werde auf deinen Kopf kacken. Es ist jetzt 17.09 Uhr. Lom hat seinen Bubble Tea getrunken. Was willst du machen? Das aufmachen, die Kugeln raus und mal Leute abschießen. Damn, it feels good to be a gangster. Es ist jetzt 17.16 Uhr. Und jetzt fahren wir zurück, ne? Was? Wir fahren jetzt zurück? Hey, was juckt mich? Wir sind im Parkhaus. So, weißt du, was im Parkhaus gemacht wird? Was denn? Das gibt Party. Ich schütte gleich so einen Tornado-Kick. Soll ich machen? Okay. Okay. Nein, nicht hinfallen. Ich hab Angst. Fall nicht hin. Krass, oder? Sehr ehrlich. Ja. Wo willst du hin? Ja, ins Kaufland einkaufen. Okay. Ey, boah, ich hab dich fast verloren. Junge, bin ich eigentlich schwer? Du bist ein fetter Penner. Oh, sorry. Warte. Junge, mein Gott. Ey, da kann man Fotos machen. Das muss ich mir machen. Wie alt bist du nochmal? 23? Ja, warum? Okay. Ey, Bruder, aber Junge, was geht immer? Pass auf, du kannst nicht was. Nein, alles gut. Junge, oh mein Gott.
Alles gut, alles gut. Bruder. Ich lass dich jetzt hier. Nein! Junge, geh nicht! Junge, lass mich für dich allein! Tschüss! Wie ist das Leben so im Einkaufswagen? Erzähl mal. Aber wie komme ich jetzt hier raus, Bruder? Gar nicht mehr. du lebst jetzt für immer da. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Weil wir... 5 Uhr... Nee, sag ich nicht. Es ist, glaube ich, so 18 Uhr. So, Freunde, wir haben jetzt tatsächlich was für Lennys Kanal aufgenommen, hier im Kaufland. Ich will jetzt nicht spoilern, was wir gemacht haben. Ich muss jetzt noch auf Lenny warten. Aber es wird auf jeden Fall ganz witzig und wir müssen dann gleich noch essen. Also ich kann euch ja mal eine Sache zeigen. Ja, und es ist jetzt, glaube ich, weiß nicht, 18.30 Uhr oder so. Also wir sind auf jeden Fall am Hustlen. So, Freunde, Lenny und ich spielen eigentlich gerade noch das Penisspiel. Ihr kennt das ja bestimmt, wo man erst so leise so Penis sagen muss und dann so Penis und dann so Penis. Und ich muss noch einmal sagen. Penis! Penis! Du hast gewonnen. Geil. Jo Mann, Alter. Leo, du mich vermisst? Hi! Leo hat mich mehr vermisst als dich. Halte das alles nicht mehr aus. Freunde, wir sind jetzt gerade tatsächlich zurückgekommen. Ich wollte eigentlich, also eigentlich war der Plan, dass ich Max heute abhole. Ich habe zwischenzeitlich mit seiner Lehrerin immer geschrieben. Ich werde ihn jetzt am Sonntag abholen, also morgen, weil die morgen auch keine Aktivitäten hätten und Montag sowieso zurückfahren. Deswegen wird sich das um einen Tag verzögern. Also ihr seht das Video, wie Max quasi das Geschenk von Lenny bekommt, morgen. Bist du schon gespannt auf seine Reaktion? Ja, und wir nehmen jetzt Lennys Video auf, danach bestellen wir Essen und danach... Kriegst du einen Arschbocker. Accident das hier in dein Popo. Ach, und es ist übrigens jetzt gerade 19.39 Uhr. Wir sind jetzt gerade zurückgekommen. Übrigens mal kleine Roomtour von meinem Gästezimmer hier. Und ich habe natürlich Besuch bekommen. Von Leo. Hi, Leo. Naja. Leo, magst du mich eigentlich? Du checkst auch. Komm zu mir hier. Hier ist halt mein Bett. Da schlafe ich da, wo Leo gerade sitzt. Und ja, Bruder, es ist bequem, ne? Sei ehrlich, Bruder, oder? Sei ehrlich, ihr Statement dazu? Ist cool, oder? Leo findet's voll cool. Ich find's auch voll cool. Ich küsse doch deinen Kopf, Habibi. Freunde, ich gehe jetzt auf die heilige Toilette. Es ist irgendwie geisteskrank random, dass ich das jetzt filme. Aber ich werde jetzt heute das erste Mal dies hier ausprobieren. Und es ist jetzt gleich 20:09 Uhr. Wir filmen jetzt gleich für Lenny und dann essen wir was. Aber ich gehe jetzt erstmal aufs Klo. Lenny, ich will nicht! Ah, ich will das nicht drücken! So, wir haben gerade für Loom aufgenommen. Wie früh ist es? 21:54 Uhr. Wie war die Aufnahme, ohne zu spoilern? Also, es hat ein bisschen nach Ei gestunken, aber sonst war es ganz okay. Ja, ich brauche immer noch Milch. So ein Knecht, Digga. Duck dich mal. Tiefer. Geh tiefer, Junge. Du musst dich mal ducken. Junge, duck dich. Digga, das ist mein Pizza. Boah, das ist Pizza vom Loom. Vom Loom. Loom, freust du dich auf seine Pizza? Kami, Kami! Ha! So, Freunde, wir essen jetzt hier gerade noch. Wir sind einfach auf TikTok live. Und es ist jetzt gerade 22 Uhr. Wow. Und wir streamen einfach. Ich schreib mal rein. Bruder, das ist geil. Habt ihr Ferien? Schreibt mal nicht rein. Sorry. Wollt ihr was schreiben? Dann seid ihr im Chat. Was? Nee, im Video. Hallo. Fortnite. Habt ihr mal... Auf jeden Fall ist es jetzt 22:32 Uhr. Wir sind gerade immer noch auf TikTok live.
Und ja! Das steht jetzt schon eigentlich über Schnasch. Bruder, ich habe alles gegessen. Ich habe noch Pizzabrötchen. Ich habe noch einen Burger. Leute, ich zeige euch den Burger. Er hat noch einen Burger. Der ist aber Frühstück. Alter, jetzt kann ich mich selbst sehen im Stream. Junge, ist das krass. Guck. So, wir haben gerade den TikTok-Livestream beendet. Ist jetzt 23 Uhr. Was machen wir jetzt noch? Eigentlich nichts mehr. Also ich glaube, du nimmst noch ein Video auf. Ansonsten danke euch fürs Zusehen. Hast du noch finale Worte zu sagen? Butzbach, Erwachsenenvollzug. Brokkoli gegen Kopf.